Extrem. Heute wird wieder was Neues gemacht, denn ja, ich treffe jemanden, ich weiß nicht wer. Ich werde eine Extremsituation machen, die ich noch nie gemacht habe. Also immer wieder das erste Mal und ich freue mich sehr auf die heutige Folge Egli Extrem. Und ihr seid natürlich hautnah mit dabei bei allem. Du hast keinen Platz hier. Jetzt werde ich sogar auch ein bisschen nervös. Echt jetzt? Also, ich würde mich das nicht trauen. Aber Outdoor-Aktivitäten an sich magst du ja, ne? Auto? Outdoor. Auto-Aktivitäten? Nein. Hat man ja gesagt. Nein, mir ist es zu kalt. Guck mal, ich habe immer noch mit Bewegung. Ist was immer noch die Bettflasche da, wenn es kalt ist. Ausgestiegen. Ich bin mal über den Rasen gelaufen für meinen Manager, ja. Den Lars. Wir machen eine kleine Rechtskurve. Und es hallt jetzt schon ein bisschen anders hier, denn hier klingt, als würde irgendwas stehen. Ich stehe hier und ich habe keine Ahnung, wo ich stehe. Aufzug geht's nach oben oder nach unten. Ich hoffe, es geht aufwärts hier. Also ich würde lieber hoch hinaus als in den Keller. Ich hoffe, mein Manager hat das schon ein bisschen hier auch unter Kontrolle, dass hier nichts Böses mit mir gemacht wird. Fernsehmoderation und so gelegt. Egli Extrem, mein neuer Podcast und zu Gast Laura Lass. Ja, wir haben Extremes miteinander vor, wir verraten jetzt noch nicht. Ihr müsst einschalten oder auf YouTube könnt ihr auch die Extremsituation sehen und wir werden ein schönes Gespräch miteinander machen. Das stimmt, aber ich möchte das eigentlich nicht mehr machen, weil ich Angst habe. Ich wollte das noch nie, du hast die Idee gehabt, glaube ich. Ne? Ich gehe. Ciao. Tschüss. Ja, ich habe jetzt schon... Du hast ihn ja vorhin schon gesehen, ne? Das mag ich aber nicht. Ich mag nur sein. Ich auch. Du magst das hier in die Wand? Willst du mit? Nee. Nein, ich pass auf dich auf. Naja, hab ich ja gesehen hier. Aber es kann schon passieren, dass man so in die Wand knallt. Also, aber wir müssen, weil ich zu schwer bin, oder warum? Nein, weil du so eine Manöver wie ich sie gemacht hast. Aber wir müssen nicht sowas hier alles machen, ne? Ja? Nee, also wir machen gleich noch in Ruhe ein Briefing. Mara, kommst du mit? Kommst du da gleich mit rein? Wir machen das zusammen. Haben wir so, solche an oder sowas? Nee, ihr habt weder noch. Ah. Ihr habt so eine schwarze Suits an. Sollen wir mal das drüber gehen und schwarze? Machen wir mal, genau. Schwarz macht schlank. Ohrringe kannst du drin lassen, die werden vom Helm gecovert, genau. Aber so Ketten und Ringe und okay, so. Okay, dann müsste ich einen abmachen, von euch fragen, weil ich habe so lange Fingernägel und ich bekomme das nicht auf. Schlau. Ich muss meine Ringe ausziehen. Und dann sind die von oben. Oh oh. Tja, ist besser einen geflochtenen Zopf anscheinend. Das erklärt seine Frisur auf jeden Fall. Ja, das erklärt wirklich seine Frisur, ne? Ich bin nervös. Mir wurde gesagt, dass man am nächsten Tag ganz viel Muskelkater hat davon. Nur ein bisschen. Du hast vorhin gesagt, ganz doll. Okay. Mhm. Kenn ich schon. So. Aber du bist sporty girl, ne? Geht's also normal. Aber ich habe vor 2 Jahren habe ich das Matterhorn gestiegen. Das eine, ja, das habe ich gesehen. Und da habe ich wirklich 6-mal die Woche trainiert. 5-6 Mal. Und richtig hardcore. Also ich hatte meine Muskelkater meines Lebens gehabt, weil ich musste meine Beine so stark aufbauen. Mhm. Ich wollte manchmal nicht mehr auf Klo. Glaube ich. Und warum kriegen wir nicht so einen sexy Anzug wie den? Ist das so? Warum? Ja, weil das deutlich schwieriger ist mit so wenig Oberflächenbeschaffenheit, also glatter Oberflächenbeschaffenheit. Ich finde, ich habe viel Oberflächenbeschaffenheit. Finde ich auch bei mir. Aber also die ist sehr glatt. Wir wollen es etwas auf. Oh, das ist sehr glatt, toll. Ja, genau. Setzen die Schuhe vorher aus. Wundert euch auch bitte nicht, die fallen sehr groß aus und sehr weit. Das soll auch so sein.
das was ja, gut also ausfällt, finde ich fast eine Frechheit. Ja, okay. Aber das ist schon knapp hier. Das ist halt auch eine XS. Einmal so schwerelos zu sein, ich finde das auch gut. Ja, es ist glaube ich wie mit allem. Weißt du, der Moment, bis du schwerelos wirst, musst du erstmal heavy haben. Ja. So ein heavy Gefühl, ne? Ja, also, kann sein. Und ich glaube, es ist ein bisschen wie vor allem zum Besten, nichts vor dem Besten war leicht. Mhm. So. Ja, hast du schön gesagt. Ne? Ich kriege die Vollkrise. Ich glaube, ich stehe nach Schweiß. Vor Angst. Beim Machen merke ich so, Scheiße, was habe ich da gesagt, was ich da tue? Also alle 4000er Bergen wurden von Frauen bestiegen. Krass. Wie lange warst du unterwegs? 8 Stunden hoch und runter. Runter war hell. Ja? Aber wie hast du dafür trainiert? Wie trainiert man das? Ausdauer, Muskelaufbau, also Schwimmtraining und so ein Scheiß. Joggen. Verkauft gerade unsere Seele, das weißt du, ne? Ja, ich denke. Pack mit ab. Dem Teufel. Ja. Ehrlich gesagt, wir brechen ab an dem Appell. Danke, dass du da warst. Nein, ich mach das schon, aber ja. Krass. Ich bin schon das kleinste bisschen an drei Schafe, wie bei so einer großen Hängebrücke. Ich bin schon so stolz auf mich. Das ist cool, dass wir das heute machen. Es ist gut für mich. Wir sind beim Indoor Skydiving und wir kriegen jetzt eine Instruktion, wie das alles geht. Anscheinend fühlt es sich an wie Fallschirmspringen. Das wollte ich wirklich immer schon machen. Du auch, ich ne? Ich nie. Ich wollte das wirklich noch nie machen. Vereinigungswertig, was machen wir da drin? Was ist eigentlich das Fliegen an sich? Und am Ende machen wir unseren Körper ja nichts anderes als zu einer Tragfläche, die von Luft umströmt wird. Ne? Der Wind kommt von unten, ne? Dementsprechend werdet ihr so ein bisschen Druck spüren, da werdet ihr so ein bisschen mit Muskelarbeit gegenarbeiten. Bauchkribbeln dabei. Das werdet ihr auch haben, wenn wir mal ganz schnell hoch und runter fliegen. Wenn das wieder kommt. Das wird nicht passieren, so doll drehe ich nicht. Schön entspannt bleiben. Das ist ja meine Hauptdisziplin, ich bin immer total entspannt. Ja, super. Wirklich? Nein. Ich auch nicht. Schade. Und wenn du dieses Zeichen siehst, ein Bein, zwei Bein, sollst du deine Beine langsam immer mehr strecken, bis ich sage, okay. Okay. Wenn ich dieses Zeichen hier gebe, wieder anwinkeln. Wieder ein bisschen anwinkeln. Und genau so langsam, wie du es gerade gemacht hast. War okay. Perfekt. Das hier bedeutet Kopf in den Nacken. Mhm. Das hier bedeutet entspannt euch. Das heißt mal tief ein- und ausatmen. Wenn zu viel bewegt, also wenn wirklich zu viel gezappelt ist, dann mach ich einfach nur. Okay, okay. Und danach den kenne ich auch schon von der Schule, der wurde mir die ganze Zeit. Okay, erstmal wieder aufstehen. Okay. Schon aber richtig. Kinder machen das. Das muss ich seine Tochter. Das ist ein Unterschied, ob es viele Kinder machen oder nicht. Aber es dürfen Kinder. Es dürfen ja, machen. Aber Kinder haben ja auch nicht so Angst. Also weißt ja, du, stimmt. Die aber älter man wird, umso mehr denkt man, natürlich, das ganz doll. Sie können auch so zum Fasching gehen. Ja. Hallo. So, wir sind aus. Ich will wieder neu anfangen. Jetzt und gleich. Es war noch nie so leicht, wieder ich selbst zu sein. Mal gucken, ob du dann noch dich selber bist. Mein Testament ist geschrieben. Es war noch nie so leicht, wieder ich selbst zu sein. Das war nicht der Punkt. Ich will wieder neu anfangen, jetzt und gleich. Es war noch nie so leicht, wieder ich selbst zu sein. Schalte alles auf Anfang, ich brauch kein Vergleich. Bin ich später leicht, bin froh, ich selbst zu sein. Und immer wenn du glaubst, es geht nicht weiter, ist es eigentlich doch ganz einfach. Einfach wieder neu anfangen, jetzt und gleich. Es war noch nie so leicht, wieder ich selbst zu sein. So eine Panikattacke gekriegt. So, ich will hier nur noch raus, ich will raus. Ich hab's gesehen. Ich will hier nie wieder rein. Abbruch. Wirklich, ich dachte, Leute, Abbruch. Nee. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich mir ab und zu diesen Kick hier hole und noch ein paar Mal mit denen fliegen gehe. Und der Finger wird wieder. Ich habe ihn so zugepackt. Was hast du gemacht? Einmal so nicht mehr losgelassen. So, nein, lass mich nicht los. So. Das ist ja mein nächster Schritt, da eine Show irgendwie hinzukriegen. Und da arbeite ich natürlich irgendwie dran und gucke, okay, welche Geschichten will ich da erzählen, welche Witze will ich da machen. Und mich da halt dann hinsetzen, ich hasse das. Und da merke ich, denke ich immer, lauf ab. Du bist ehrlich spontan, ne? Ja.
Ja. Du bist ja dann erstmal die, die es entscheidet und klar. geht. Und das ist ja bei dir in dem Fall auch eine spannende Zeit gerade, weil ganz neue Schritte passieren. Es ist gerade richtig so eine Umbruchphase. Und in der Selbstständigkeit, um wieder zum Anfang zu kommen, die Selbstständigkeit bringt diese Feuer mit und sie bringt die Dämpfer mit, weil du alles, was du machst, du tust es aus Liebe. Ja, das stimmt. Und was du liebst, hast du auch. Ich verstehe jede Großeltern und Eltern, die Sorge um ihr Kind haben, wenn sie in eine Castingshow geschickt werden. Mhm. So, weil es einfach, du weißt nicht, was da kommt. Ja. Du bist in der Öffentlichkeit, in einem Alter, wo du das noch nicht abschätzen kannst. Ja. Auch, ja, ich war 24, aber trotzdem, ich bin und bleibe ja, egal ob 34 oder 24, naiv. Und da habe ich mir nicht so viel Gedanken gemacht. Und es ist schön, dass meine Familie mich einen Schutz macht. Hat auch noch schnell eins? Ja, nee, jetzt machen wir ein Foto von uns. Okay. Ja. Ey, Leute, Chapeau auf jeden Fall. Chapeau. Es hat mir auf jeden Fall trotzdem Spaß. Ich freue mich nicht, dass ich das gemacht habe. Kannst auch richtig stolz. Nee, bin ich auch. Ja. Wirklich. Ich kenne diese Tränen. Weil du es einfach geschafft hast, ne? Dieses Gefühl so. Du hast echt geschafft. Ja. Ja. Paragliding. Paragliding in Österreich. Das mache ich definitiv. Jetzt noch mehr, als ich davor wollte. Ich schwör's dir. Das ist, glaube ich, cool. Mhm. Mein Bruder macht das, aber ich habe es noch nie mit. Das kann man schon in der Schweiz auch richtig gut machen, ja. oder? Ja. Das ist schön. Schaurig. Alles ist zusammengepackt. Es war ein richtig spannender Tag. Eine emotionale Achterbahnfahrt. Ich dachte erst easy. Dann dachte ich, nee, ich will das alles nicht mehr. Und dann hatte ich Spaß. Und dann war ein schönes Gespräch. Ja, das alles könnt ihr sehen und hören in meinem Podcast Igli Extrem. Schön, dass ihr auch Backstage mit dabei wart im Making-of.